Was ist hier denn los? Muss weiter runter. Hier los. Muss weiter runter. Was? Ist das gut? Ja. Oh, es geht los. Ich freue mich so sehr. Was ist denn da wieder auf dem Handy? Alles gut. Du weißt wieder Fragen, die ich nicht kenne. Ja? Nein. Also, du glaubst nicht, wie schwierig es war, diesen attractive man hier endlich mal zum Sitzen zu bekommen. Wo? Hier neben mich. Ja. Er hat ja immer keine Zeit. Aber heute ist es soweit. Er stellt sich den endlich Fragen aus der Community. Der Community. Die denn da sind. Ich habe ja wieder auf Instagram gefragt, ob es Fragen gibt unter diesem Foto hier. Vielleicht erinnerst du dich. Falls du mir noch nicht auf Instagram folgst, würde ich mich sehr, sehr freuen. Da mache ich immer Fragerunden. Außerdem bin ich da sehr aktiv. Jeden Tag gibt es neue Fotos und auch Instagram Stories. Und da gab es viele Fragen zu unserer Love. Zu unserer Love. Ich verstehe. Also, die Fragen hier steht schon. Wie detailliert muss ich das beantworten? Eure Blicke, die sagen doch alles. Liebe pur. Ja, die Instagram-Community ist sehr, 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 sehr lieb. Nochmal hier, liebe Grüße an die Instagram-Community. Es geht eigentlich vor allem... Ich muss mein Auge. Fängst du schon an zu weinen wegen unserer Love? Ja, wie meine Love. Also es geht vor allem um unsere Liebe, unsere Beziehung, vor allen Dingen um das eine Video, das kennst du sicherlich schon von unserem Kennenlernen, ansonsten verlinke ich dir das nochmal, wie wir uns kennengelernt haben. Es war jetzt ein bisschen anders, als normale Menschen sich so kennenlernen. Und viele haben gefragt, wie es danach weiterging. Da haben sich sehr, sehr viele Fragen gestellt. Wir haben drei Kinder bekommen, jemand mitbekommen hat. Ja. Das ist der zweite Sprung. Sie wollen ja zum Beispiel schon mal wissen, wie das denn mit den Schwiegereltern zum Beispiel war. Also ich habe jetzt die Fragen hier rauskopiert, vor allen Dingen, weil wir eben auch Multikulti sind, denn ich bin ja eine Chinesin. Was? Warum hast du es mir nicht früher gesagt? Ich bin ja eine Chinesin, ne? Das erklärt Das weißt du, oder? Ich bin ja eine Chinesin und er ist ja ein Deutscher. Das war jetzt das Geheimnis. Das hast du schon verraten. Nein. Okay, legen wir los, ja? Dann machen wir doch direkt das Erste. Wie haben eure Schwiegereltern auf euch reagiert? Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ja, sie haben mich immer den kleinen Jungen genannt. Ich glaube, wir haben uns ja auch relativ früh kennengelernt. Ja, wir waren ja auch jung. Für die war ich halt noch so ein kleiner Junge. Ja, du warst ja auch ein kleiner Junge. Es ist ja jetzt, also, ne? Also, ich glaube, dieses Kennenlernen an sich, die Frage kommt nämlich auch noch. Also, das Kennenlernen war ja schon ein bisschen komisch jetzt für meine Eltern zumindest. Weil es war nämlich so gewesen... Weißt du meinst das erste Kennenlernen? Ja, natürlich. Oh ja, das war... Das war nämlich direkt auch an dem Tag, als hier ist eine Katze. Ich Justus kennengelernt habe in real life. Das war alles so ein bisschen schräg. Ja, ich habe sie ja überrascht. Ich wusste nicht, dass ihre Eltern nicht da sind. Ja, ich wolltest sie direkt schon. Ja, ich wollte direkt schon, hallo, ich ja, bin... Ja, also Justus ist so ein Anständiger, das kann man jetzt schon mal sagen. Also er ist einer, der stellt sich auch gerne erstmal den Eltern vor, bevor überhaupt irgendwas ist. Ja, und dann wollte ich sie überraschen. Das war, glaube ich, am Wochenende. Und dann waren deine Eltern gar nicht da. Das war das erste Kennenlernen. Okay. An dem Tag hat auch Justus meine Eltern kennengelernt. Und zwar am Abend war das dann, ne? Und zwar mitten in der Nacht. Ja, so wie da waren wir beschreibst, ja auf einer Party. Schräg, ne? Ja, und dann... Also, hallo, ich bin dein Freund... Hallo, wo sind deine Eltern? Ja, irgendwie war das... Okay. Ja, jetzt hört sich das aber... Aber man muss natürlich sagen, wir haben uns ja vorher schon ganz, ganz lange geschrieben. Also ja. wir beide kannten uns ja quasi schon, zwar nicht live, aber schon über Internet-Chatten. Ich weiß nicht, es war halt so komisch. Also wir haben uns an dem Tag dann zum ersten Mal auch getroffen. Dann waren wir auf einer Party, auf einer Disco-Party. Damals waren wir ja noch jung, ne? Sowas machen wir ja nicht mehr, aber... Und dann an dem Abend hat er mich dann eben auch nach Hause begleitet. Und wollte eben auch wieder nach Hause fahren, und zwar ganz weit weg, also 5 Stunden Fahrt oder sowas hast du ja immer gehabt. Und wollte aber unbedingt auch noch quasi meinen Eltern Tschüss sagen, obwohl er ihnen ja noch nicht mal Hallo gesagt hat. Und dann habe ich wirklich meinen Vater aus dem Bett rausgeweckt, weil es schon so spät war, die waren ja schon im Bett. Und dann hat mein Vater so noch im Schlafanzug, weißt du, das ist so total schräg. Und dann hat er wirklich, den Justus. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Kasten. Also, hast du vergessen? Aber, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf bestanden hätte, jetzt hol ihn mal raus aus dem Bett und so. Aber ich glaube, du wolltest schon, dass er mich dann einmal sieht. Ja, also das war jetzt ach, nicht so, stimmt, doch, das war so, dass... Mir war das auch unangenehm. Dass, und vielleicht ist das erste Treffen vielleicht auch nicht so gut, wenn man jemanden um... Wie viel Uhr? 1 Uhr nachts rausklingelt, hallo, ich bin der Freund von ihrer also Tochter. Es war ja so, wir haben uns ja schon lange vorher gekannt und geschrieben und ich hatte meinem Vater schon erzählt, dass da jemand ist.
Und dann hat er halt zu mir gesagt, ja, okay, wenn du ihn dann mal triffst, dann sag mir Bescheid. So war das nämlich. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, und deshalb habe ich ihn aus dem Bett geklingelt, habe gesagt, guck mal, Papi, er ist da. Er ist da. Ich war noch so, oh Gott, er ist da. Und dann, ja, habt ihr euch Hallo gesagt. Er im Schlafanzug, du total müde von den ganzen Fahrereien und dann auch noch der Party. Und dann war es das eigentlich auch schon. Da haben wir uns verabschiedet. Das war das erste Kennenlernen mit seinen Schwiegereltern. Das habe ich total vergessen. Schon lange her, ja. Aber es war schräg, aber es war gut. Es hört sich schräger an, als es wirklich war. Nein, es war schräg. Es war wirklich schräg. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Schweiß hin. Ja, ich hatte mir das so anders vorgestellt. Also ich dachte, ich fahre jetzt zu Nancy, überrasche sie, stelle mich den Eltern vor und gehe dann mit Nancy eine Runde Eis essen oder irgendwie sowas. Und Nancy hatte aber an dem Tag eine Party geplant und ihre Eltern waren nicht da. Ja, die waren nicht da. Also bin ich da irgendwie nach 5 Stunden Autofahrt wieder hingekommen. Waren ja ganz oft immer weg und... Eltern habe ich nicht gesehen. Ja, du hast dich ja auch nicht vorher angekündigt. Ist er das mal gemacht? Hab Nancy eingetütet. Sie hat sich mit ihrer Freundin, glaube ich, noch verabredet. Und dann sind wir zusammen zu einer Party. Ja, und dann so bin ich Dorfdisco, weißt du, was es halt damals so gab. War jetzt nichts Tolles. Aber ja, da sind wir dann halt zusammen hin. Ach, deshalb waren da so viele gruselige Gestalten. Das gut. War noch nicht gruselig. Ist es. Gut. Erinnerungen kommen hoch, wa? Ja, jetzt. Es geht weiter. War das vielleicht doch nicht so wie geplant? Hattet ihr Momente, wo sich eure Kulturen bzw. die dazugehörigen Traditionen nicht vereinbaren lassen haben? Also erstmal so, ich finde, die Kulturen ähneln sich doch sehr stark irgendwie. Also, wenn ich jetzt ein Chinese gewesen wäre, dann wäre es ja auch so, dass ich mich erstmal den Eltern vorstelle und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, da entführt man immer die Tochter oder so. Also nein, man stellt sich erstmal ordentlich vor. Das ist, glaube ich, in jeder Kultur ist das na, so. Na. Also ich glaube, Justus ist hier wieder einfach nur der anständige Gentleman. Der Schock, ich weiß nicht. Den Schreib ich mir mal nur hatte, bitte. War, ist das Essen. Also bei uns ist ja, ne? Beide Hände auf dem Tisch, also nicht zu weit, mit den Ellenbogen die auf dem Manieren, Tisch. Zum gerade sitzen, ne? Man... Gabel zum Mund und nicht Mund zur Gabel. Ja, und das unterscheidet sich wirklich stark. Und dann sitzen sie da, also das ist halt normales chinesisches Essen. Und ja. Ich weiß nur, früher haben wir uns aufgeregt, wenn an unserem Tisch jemand zu laut gekaut hat. Ich weiß nicht. Und dann kau gefälligst leise. So, und dann, weil die Chinesen mit richtig reingehauen. Ja. Das war für dich ein Kulturschock. Ja, also ich fand das schon krass. Ja, da wurde, also Justus ist tatsächlich sehr streng bei den Tischmanieren, jetzt auch mit unseren Kindern. Und ihm wurde das halt auch so beigebracht. Ich glaube, andere Deutsche sind gar nicht so streng wie du. Aber ich muss natürlich sagen, dass die Chinesen wirklich da ganz anders sind. Ja. Ja, aber auch gar nicht schlimm. Also das ist ja, die Essen haben eine komplett andere Esskultur. Das ist ja auch, und das auch bei den Chinesen ist ja auch so, die haben ja auch, wenn die Hühnchen essen, ja, ist ja nicht das Brustfleisch da, was man sich dann schön zurechtstellen kann, sondern da ist das irgendwie mit Knochen da drin und dann wird es im Mund genommen, abgekaut und raus und dann kommt das da irgendwo mit auf den Teller. Mit Knochen gekocht schmeckt es einfach. Ja, es schmeckt viel besser, aber es ist halt komisch, wenn man sich das während des Essens wieder aus dem Mund zieht. Das kann Justus immer noch nicht. Er kann immer noch nicht... einfach Fleisch vom Knochen abnagen und das ist immer noch absolut schlimm für ihn. Ja, ansonsten ja, für das mich ist schwierig. Gab es jetzt keine Kulturschocks, weil ich bin ja hier quasi aufgewachsen, also ich bin voll die deutsche Wurst. Das finde ich total krass, dass Nancy richtig gute Tischmanieren, also das fand ich schwer beeindruckend, also dass du richtig gute Tischmanieren hast du drauf geachtet, hast du immer so. Du könntest einfach auf die Finger gekommen. Vielleicht mehr, aber du machst es nicht so gerne, um mich zu ärgern. Hier, jemand hat den Knigge studiert. Ne? Ja, aber vieles machst du ja. Okay, jetzt, das wollen wir jetzt nicht zu sehr detaillieren, aber... So ich kann Esskultur mich benehmen am wichtig. Tisch, sagen wir es mal so. Was? Ich kann mich schon benehmen am Tisch. Ja, das wollte ich ja jetzt sagen. Sie kann, sie macht es häufig aber nicht. Im Restaurant schon. Eine interessante Frage. Gab es zwischendurch Beziehungspausen, auch mal mit Auszug einer Person und allem drum und dran?
Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ist das normal, dass man eine Beziehungspause macht mit Auszug und allem drum und dran? Schreib mir mal bitte. Das würde mich total interessieren, wie viele das schon mal gemacht haben oder hinter sich haben. Was überlegst du denn jetzt? Nein, ich dachte, wo haben wir? Ich wollte hier Kündigung schreiben. Hier, Kündigung. Fristgerecht 3 Monate. Du sollst die Frage beantworten. Wir haben nicht so viel Zeit. Nein, ja, ist aber... Wir müssen gleich wieder los. Ich würde das niemals machen wollen. Ist auch ein Vertrauensbruch. Also ich finde das ganz schlimm. Stell dir vor, ich sage, Mensch, okay, erstmal Pause, ja. Ich will mich erstmal mit jemand anderem treffen. So. Und dann komme ich nach 3 Monaten wieder und sage, hat doch nicht so geklappt. Wollen wir wieder zusammen? Hm. Ich weiß nicht, Pause beendet. Beziehungspause, ja, nee, sowas hat man Beziehungsurlaub. Nee, wir, ich glaube, das ist eher schräg. Also nach unserer Fernbeziehungszeit haben wir eigentlich nur noch zusammen aufeinander gehockt. Wie so ein Mistkäfer auf so einem Mistkäfer drauf. Also, wer ist der Käfer und wer also ist wie der so, Mist? Also, wie so ein Mist auf so einem Käfer drauf. Aber du bist der Käfer. Nee, warte. Was ist ich das denn jetzt Käfer, wieder für ein Vergleich? Nee, lassen wir okay, das. Okay, dann. Ja, also, das ist, glaube ich. Das, nee, haben wir nicht gemacht. Nee. Haben wir auch nicht vor in naher Zukunft, gell? Nee, ich überlege mir da. Also, tut mir leid, ich überlege da immer ganz weit. Also, selbst bei Streit und so weiter, da überlege ich ja, welche Konsequenz hat das nachher für mich? Also ganz gruselig. Also die Konsequenz wäre ja wirklich, dass man, wenn man was ganz fest hat, also dass wir das gar nicht in Frage stellen, dass wir zusammen sind, dass das nicht mehr da ist, wenn ich das einmal in Frage stelle. Das, glaube ich, finde ich nicht schön. Das Herzschmerz. Okay. Wie habt ihr euch für euren Wohnort entschieden bzw. geeinigt? Das war ganz einfach. Wegen Beruf, wegen Arbeit. Ursprünglich komme ich ja hier aus dem Kreis und so weiter und ich wollte auch hier das beruflich Fuß fassen. Das war die ursprüngliche Idee, deshalb sind wir hergekommen. Ansonsten wäre ich gerne in Bonn geblieben. Ja. Hm? Ja, war eine schöne Stadt. Ja. Gut. Hat sich das alles anders Weil entwickelt, jetzt. Sind wir trotzdem hier. Was war die größte Hürde in eurer Beziehung? Die größte Hürde in unserer Beziehung? Ja, das ist solche Fragen. Stell die Community, du musst dich denen stellen. Die größte Hürde? Ich glaube, das war die Anfangszeit einfach. Das war die größte Hürde. Einfach diese Zeit der Fernbeziehung, die war unfassbar herzzerreißend, anstrengend, emotional. Eine große Probe wurde das gestellt. Also allgemein die Anfangszeit fand ich eine große Hürde. Weißt du, wo wir einfach noch jung waren, wo wir noch nicht so wussten, wo geht's hin, was machen wir und wo leben wir. Und das war einfach diese Ungewissheit. Ja, genau. Also stehst du wirklich zu mir ganz fest und so weiter. Also, dass man auch wirklich den anderen so gut kennenlernt. Ach, da kommt vielleicht nochmal eine Frage. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du das sagst. Was? Das war ja eher aus deiner Perspektive. Du bist ja gut, dann machen wir erstmal weiter. Sehr robust dahinter gewesen, dass ich... Naja, okay. Ja, okay. Kommt das, dunkle Geheimnisse. Dunkle Geheimnisse immer wieder, jeden Tag. Gab es kritische Stimmen aus dem Freundes- und Bekanntenkreis? Also meine Freunde, die ich damals hatte, ich weiß nicht, also die haben ja nichts zu sagen. Oder wie sagt man das jetzt? Für dein Leben. Okay, lassen wir das. Ja, ich glaube, einfach. Es gibt viele, die ihre beste Freundin fragen, was hältst du von dem und so weiter. Meinst du? Ja, klar. Das würde ich nie machen. Das geht doch keinen an, wen ich da liebe und mit wem ich da mein Leben habe. Also ich habe meine Freundin damals aber nicht gefragt. Wie findest du den? Ja. Den finde ich doof. Ja, okay, da finde ich ihn auch doof. Nee. Aber das ist, glaube ich, so ein spezielles Ding von dir. Ne? Okay. Das ist dein Ding, also dass du nicht dann dich groß rumfragst, was andere Leute von dem Typen halten. Von dem Typen da? Ja, was ist denn das? Nein, also von mir war von Anfang an klar, dass er ein toller Typ ist. Ich meine, er ist ja jetzt nicht ein komischer Typ gewesen, ne? Das muss man ja auch feststellen. Also er ist ja ein guter Typ, deshalb brauche ich ja jetzt irgendwie keine Zweifel haben, ob er jetzt ein guter Typ ist und auch keine Freunde oder Bekannte zu fragen, ob Du bist auch ein guter Typ. Siehste? Also wusste ich von Anfang an, dass du ein guter Typ bist. Nächste Frage ist jetzt nicht so, also ich habe viele Fragen aussortiert, weil die eigentlich gar nicht so mit dem Thema zu tun haben, aber mich würde mal interessieren, wie ihr rausgefunden habt, dass du schwanger bist. Mit dem Schwangerschaftstest? Ja, also das war damals ganz unkompliziert. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht, der war positiv. Viele haben auch gefragt, wie hast du es Justus erzählt? Ich habe es ihm einfach erzählt. Okay. Das war jetzt kein großes Geheimnis, keine große Überraschung, kein großes Party-Ding, sondern wir haben es geplant. Ja, wollte ich gerade sagen, also ist hier nicht so, wie konnte das passieren? Es gehören ja immer zwei dazu und ich denke,
Es war geplant. Ja, war und alle unsere Kinder waren geplant. Ja, genau. Das erste, das zweite, das dritte, das vierte. Ich war wenig überrascht. Waren es eure ersten Multikulti-Beziehungen oder gab es davor andere Partner aus anderen Kulturen? Allgemein auch so eine Frage, ne, ob es überhaupt unsere erste Beziehung war. Also Justus ist mein erster Freund gewesen. Ich war ja auch noch sehr jung, das heißt, viele Beziehungen hatte ich vorher nicht. Du bist dran. Ja, du bist auch meine erste Multikulti-Beziehung, aber wie gesagt, ich sehe da nicht keinen großen Unterschied. Von den Kulturen her, ja? Mhm. Also so konservative Familien aller Kulturen gleichen sich etwas. Hm. Sehr stark. Ja, also außer vielleicht anderes Essen oder so. Aber genau, anderes Essverhalten. So. Ja. Aber ansonsten sind die doch sehr ähnlich. Jetzt kommt eine Frage, die musst du beantworten, weil da weiß ich nicht. Wann wusstet ihr, dass ihr für immer zusammenbleiben wollt? Hä? Ja, okay, ich für mich das ist ja eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung zu sagen, wie ich habe mich jetzt entschieden, ich liebe dich über alles und das stelle ich nicht mehr in Frage, so rum. Es gab jetzt nicht die Entscheidung zu sagen, okay, heute, dann bleiben wir eben für immer zusammen und so. Das haben wir damals oder habe ich damals entschieden und so. Das machen wir das auch. Wann hast du das denn entschieden, dass du für immer mit mir zusammenbleiben willst? Ich wusste es nie. Also ich finde die Frage komisch, wir sind da total unterschiedlich. Ne? Ich frage ihn auch immer, aber er meint, du bist jetzt meine Frau. So. Also irgendwie, wir sind jetzt für immer zusammen. Also er hat das irgendwie entschieden. Und für mich war das immer so, ich wusste es nicht. Ich war damals ja auch, wie gesagt, noch jung. Ich habe so vor mich hingelebt und dann mit Justus zusammen gelebt. Und ich habe halt nie irgendwie dran gedacht, okay, und jetzt werde ich mich für diesen Mann entscheiden für immer und ewig. Sondern es war halt einfach irgendwie so. Es gibt viele Frauen, die mich das jetzt gefragt haben, weil sie tatsächlich im Moment zum Beispiel mit einem Partner zusammen sind und nicht so recht wissen, ist er jetzt der Richtige oder nicht? Das sind so die Gedanken, glaube ich. Aber das ist was ganz Schlimmes. Dann fängt man an, alles so in Frage zu stellen. Und Nancy hat nicht nur die Zuckerseiten. Ja. Du auch nicht, und dann wird, was? Also für mich ist ganz wichtig, dass ich dich komplett akzeptiere, so wie du bist und auch alle Morden, die du hast und dass es auch umgekehrt irgendwie so der Fall ist, wenn man anfängt zu sagen, oh, sich über die eine Sache total aufzuregen oder dass es schwierig wird. Wie kann ich das beschreiben? Also, dass man anfängt dann zu gucken, oh, bei denen läuft es ja viel besser. Die haben eine viel schönere Ehe oder ein viel schöneres Zusammensein und so weiter. Ist der Typ denn für mich das Richtige oder die Frau für mich das Richtige? Das ist aus meiner Sicht ist das schlecht, weil wir haben uns ja auch gefunden. Wir haben jetzt nicht die ganze Zeit nur uns umarmt und alles ist die ganze Zeit immer Sonnenschein, sondern wir hatten den letzten Streit vor 2 Tagen. Da haben wir uns ein bisschen gerieben und dann ist aber auch wieder gut. Aber wenn wir anfangen bei dem Streit und schon sagen, oh ja, innerlich zu denken, es gibt bestimmt also, wieder einen anderen Typen, der ist viel besser. Genau, das ist eigentlich das so ist nie schlecht. Ein Gedanke, den ich habe, dass es vielleicht nochmal jemand anderes gibt. Sondern wenn wir uns streiten, dann bin ich sauer und dann streiten wir uns halt. Und dann ist das halt dieses Streiten. Aber zu denken, dann nehme ich mir einen anderen oder so, ist dann irgendwie gar nicht so mein Gedankengang. Gut, das meine ich mit der Entscheidung, dass das nicht in Frage gestellt wird. Weil der andere spürt das auch. Also wenn ich anfangen würde, immer so, und dann verschlossen und dann gehe ich geheimnisvoll aus der Tür. Nein, Justus so. Ist nicht geheimnisvoll, er ist ein offenes Buch für mich. Ich bin mysteriös. Nein, mysteriös. Magic. Nein, aber gut, also wenn ich das in Frage stellen würde, würde das Nancy merken. Also ihr es unterschwellig merken. Und das, ja, genau. Er will raus. Loki merkt das auch. Und dann lassen wir ihn raus. Okay. Ist Fremdgehen für euch unverzeihlich in der Beziehung oder diskutierbar? Ja, das glaube ich, haben wir schon mehrfach beantwortet. Ne? Ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn wir uns gegenseitig betrügen. Also es ist nicht diskutierbar. Ja, es ist nicht diskutierbar. Auch für uns ist es nicht. Da ist er übrigens, also er ist ja sonst immer ein sehr verzeihender Mensch. Also er verzeiht jedem und alles. Das ist schon fast schlimm, muss ich ehrlich sagen, was er so für Sachen verzeiht. Aber das würde er, glaube ich, auch nicht verzeihen. Nee, weil das macht ja ganz viel kaputt. Genau dieses Ding mit mich in Frage stellen und wir gehören zusammen und Nancy und Justus. Nancy und Justus. Alles Nancy und, so. Und Justus. Und das wäre ja dann kaputt. Kaputt. Und das kann man nicht wieder reparieren. Seid ihr heute glücklicher als damals? Ja, hundertprozentig! Ja, interessant, ne? Viel glücklicher. Verändert sich und. Ja, wie gesagt, damals waren wir jung und
alles noch unklar und nicht wirklich fest und jetzt sind wir einfach so fest, weißt du, jetzt haben wir hier unser Haus, wir haben unsere Kinder, wir haben unseren Alltag, wir haben uns und es ist alles nichts Ungewisses dabei, es ist einfach wirklich so, das woran man sich einfach auch klammern kann, also das besteht einfach, dieser Fels. Ich habe gerade überlegt, ne? Also dass wir ganz viel an so Problemen gearbeitet haben. Ich weiß nicht, es gibt ja immer solche Sachen wie zum Beispiel dann Geldprobleme. Ne? Weißt du, ob wir am Anfang das Haus wirklich mit heißer Naht gekauft hatten, mit all dem Geld, was wir hatten und dann auch noch alles Geld, was ich verdient habe, musste sofort ins Haus gesteckt werden und für alles andere gab es dann eben nichts mehr. Und das hat, und das war schon belastend. Aber mit dem Gedanken schon, okay, aber wenn ich jetzt so weiter acker, dann in 10 Jahren, dann ist es genau richtig. Dann haben wir eben auch nicht mehr so große Probleme und haben dann für das Haus gesorgt und so weiter und so weiter. Und das war damals schon sehr klug gemacht, aber war belastend. Sehr belastend. Zum Beispiel solche Sachen. Ne? Oder auch das erste Kind. Ne? Also super aufregend, das Kind ist plötzlich im Mittelpunkt und so weiter. Haben wir auch schon wieder drüber gemacht. Ne? Ja. Und das stellt das alles immer wieder auf die Probe. Man muss das alles wieder neu hinterfragen, beziehungsweise neu sein Leben neu organisieren und dann immer zusammenarbeiten. Ja, genau.